Yeha! Und damit bin ich wieder da. Mit ein kleiner fieser Eisenbahnunternehmer. Mit Hut. So. Mit der Railgun. Nein! 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 Oh, warte. Hupp, du Huber. Aber Gott sei Dank, hey, ich hab mich gerade gesehen. Aber Gott sei Dank bin ich nicht auf, das, auf die Theaterstraße gekommen. Hey, ich hab auch Kevin gesehen. Das wäre, glaube ich, zu hart gewesen. Ja. So, 55, damit komme ich rum. Kevin, willst du vielleicht mal den Zug benutzen? Nein. Eigentlich nicht. Ist die Scheiße, wenn du von A nach B. Genau, du kannst ja auch gucken, wie viele Felder du voraus müsstest. Also 2 wäre natürlich schlecht für dich. Die 6 wäre natürlich relativ interessant für dich, würde ich sagen. Ist meine Meinung. Würde interessant sein. Aber dann würde es natürlich das sein, was ich ja vorhergesagt habe. Ich bin Hellseher, oder? Oder von Helsing. Hellseher. Ich hab's noch gesagt, Leute da draußen. Ich hab's noch gesagt, innerhalb der nächsten 5 Runden kann es doch kommen. Außer der Kevin kauft das jetzt nicht. Ja! Yeah. Nope. So, Goethestraße für Wienerstraße. Du hättest dann 2 gelbe schon gehabt. Ich hab 2 gelbe, du hast 3 orange. Ich bin bescheuert. Ja, und er hat hier 3 grüne und da sagt ihr nichts, ne? Ja, er hat sie. Er hat sie. Der sieht doch aus wie ein Eisenbahnunternehmer. Dann lasst euch abzocken von Dennis. Na, wo lande ich? 10 Felder weiter. Ja, das ist Kevin. Kevin, weil der Kevin, weil der Kevin hat jetzt beide Werke. Kevin, Zahltag. Schön. Muss er sagen, nicht du. So, das 10-fache, das heißt 100. Sonst hätte er nur das 4-fache gekriegt. So ist das manchmal. Du musst 100 ihm überweisen. So, ich würd jetzt nochmal würfeln. Du hast noch, nämlich noch einen zweiten. Das stimmt, ja. Und danach kannst du überlegen, ob du dann nochmal handeln möchtest oder nicht. Weil vielleicht kommst du ja über los. Mit kleineren Gebäuden laufen Gefahr, auszuschalten. Aber guck mal, ich bin hier der, der am wenigsten hat. Das Spiel halt sehr risikoreich. Kann noch nicht mal Häuser bauen auf meinen Grundstücken. So arm bin ich. So sieht's aus. Meine 5! Was bedeutet das? Es ist ein Mannschaftsfeld. So sieht's aus. Hab ich wieder Geburtstag? Und ich denke, ja. Alle mal wollen sie wieder zählen. Und? Nee, zahle 50. Arztkosten. Ich geh doch nicht zum Arzt, bin ich bescheuert. So, jetzt kannst du überlegen, ob du irgendwas machen möchtest oder nicht. Hm. Heia! 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 Und was eigentlich nochmal, wenn du eine Hypothek aufnimmst hier in dem Spiel, dann ist das Feld neutral. Also derjenige, der darauf landet, muss nicht zahlen. Ich genau. Okay. Bis ich die Hypothek rückgängig mache. Genau. Und das Doofe dabei ist, du musst halt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Hypothek aufnimmst, kriegst du nur 75% des normalen Wertes und musst aber 100% zurückzahlen. Doppelt hält besser. Du darfst. Das heißt also, Hypotheken aufnehmen ist nicht hart, aber wenn es sein muss, dann muss es sein. Nächster Pasch. Ja. Noch einer und noch einer und dann war's. Dann war's das wohl. Nee, er hat den zweiten jetzt erst. Alles parken. Ich finde, du hättest eben auf einem Bahnhof landen können, dann eine 10, noch ein Bahnhof, noch eine 10. Boah, das wäre so vernichten. So. Lass die an. Ja. Genau, eventuell dein letzter Zug. So oder so. Keine Pasch. Ach, erstmal die Büchse geschlossen. Da freut und dann sich jemand weiter. Wieder. Da hat der Kevin sich da ja wohl ganz schön groß, ne, was gemacht, weil er das Elektrizitätswerk gekriegt hat. Ja, ein bisschen Geld, ne? Ein bisschen Geld schadet nie. Du bist für die Infrastruktur zuständig, ich ja, für die Handelsstruktur. Überleg mal, du hast jetzt 180 gewonnen. Wir sollten zusammenarbeiten. Ja. Hast 180 gewonnen, alleine weil du auf sowas kamst. Ja, das ist natürlich auch nicht gut. Da, Schillerstraße. Komm, die 22 habe ich auch noch. Ich krieg Geld. Ist der Opernsänger? Ja klar, neben so. 2, 3 oder 5? 7.
7, das war eine 8. Oh, auch eine 7 ist auch in Ordnung. Ist auch in Ordnung. Ist auch in Ordnung. Bin ich auch zufrieden mit. Doch. 35, danke. Ich wäre zwar zufriedener mit den anderen gewesen, aber ich beschwere mich nicht. Das sind meine. Der Turm ist da. Meine ist die Turmstraße. Nee, deine ist Bad. Genau, deine ist Bad, ja, ja. Die gehört die Turmstraße. Die gehört die Turm. Rollt der Rubel. Rollen. Rollen. Und wenn ich groß bin, werde ich die Welt beherrschen. Ach ja. Bei Zug 20 verabschieden wir uns mal, ne? Für eine kleine Trinkpause für alle. Jo. Zug 8, sondern nicht jetzt. Auch für die Zuschauer, oder wie? Für, wahrscheinlich für die Zuschauer auch. Also. Ja. Hm. Das ist der Hauptbahnhof. Boah, ich hab das Geld. Ja, komm, scheiß drauf! Jetzt auch weg, vor uns vorher gehen können. 200 kostet es sich. Auf nach Sylt. Auf Sylt. Mit dem Zug. Natürlich, wie denn sonst? Sylt kannst du, glaube ich, kaum anders erreichen. Mit dem Schiff. So, mach weiter. Ja, ich hab's ja. Du warte. So, wie ist der Stand? Ah, oh, es wächst. Ja, Zylinder führt so langsam. Und das Schiff schrumpft. So, Runde 19! Und in Runde 19 würfel ich eine 7. Stopp, das ist gut. Ja, das ist gut. Denn dafür muss ich nichts zahlen, das ist meins. Vielleicht würfelst du aber eine 11. Jabba da! Jabba da, du. Ja, 5. Rum, rum. Ich tat jetzt einen Unfall. Kevin ist aus dem Spiel. Er hat einen Unfall mit DHL. Die Unfall mit DHL. Auch gut, du erbst 100. Ja, sei traurig. Was ist? Yeah. So, das Imperium. Wächst und gedeiht. Ja, meins ist da schon fast im Schatten. Ich hab kaum noch Sonnenlicht. Runde 19. Ein Pasch. Mal wieder. Ja. Ziemliches Würfelglück. Ja, und das ist auch noch deine. Sag ich doch. Mein Blechhut. Ist doch kein Eck. So, du bist wieder dran. Wollen wir jetzt mal gucken, was hier. Ja, kriegst du köstliche Mortadella und so weiter. Für ich hab ein Sandwich! Ich muss jetzt überlegen, was ich denn jetzt mache. Nein. Ja, worauf wohl? Hier ist schon vergeben. Richtig, aber an Björn. Du gewinnst. Du, ich bin Teufel. 666. Im Taschenformat. Gefallen so. Ja, das raucht da ganz schön, ne? Beim Zylinder. So, der letzte Zug und danach geht's kurz in die Pause. Eventuell. Kurz mal erfrischen für alle. Außer der Björn würfelt da erstmal jetzt einen Pasch, weißt du Bescheid. So sieht's aus. Auf die Schlossallee auch noch. So sieht's aus. Ja, doch, 50 hast du auch noch. Hätte ja deine sein können. Ja, hätte aber deine was sein du können. Ja aber, genau, was will, genau, was willst du mit der Blauen? Der Einzige, der den Sinn hat mit dem Blauen, ist meine Wenigkeit. Aber das ist natürlich auch schlecht, weißt du, das ist super. Das Geld, was du gekriegt hast, das darfst du gleich wieder ausgeben. Ja, ne? Ja, ja. So. Ja. So, letzter Zug, jetzt Überlegung. Okay. Ja, das war's für erstmal. Unglaublich, oder? Bist erschüttert? Kannst ja überlegen, was du nächstes Mal erzählst. Du hast jetzt gar nichts gesagt. Mein Captain sagt mir. Yay! Und damit gehen wir nächstes Mal weiter. Okay. Verabschiedet euch, Leute. Ciao. Adieu. Hätte ich auch so schon gemacht. Also. Okay.